Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Ich werde entdeckt, Dishonored 2. Halt! Wo ist sie? Bei den Geboten! Was? Ihr Heuler, was ist hier stopp los? Jetzt! Verdammter Häuslerorden! Ich sterbe. Wie geht das jetzt? Wo kommt der jetzt her? Blöder Arschkopf. Echt, Entschuldigung. Nochmal. Jupp. Okay. Das heißt, da kommt jemand schauen. Ich muss mich dann verstecken tun, ganz schnell. So. Die Leiche haben wir gebracht. Ich müsste sowieso mal Questlog schauen, was ich als nächstes tun darf. Aber ich glaube, es müsste jetzt schon möglich sein, dass wir dann mit dem Wagen fahren dürfen. Also, schau mal. Questelein, benutze den Wagen. Ja. Betritt den Wagen und fahre zum Edamine Institute. Okay. So, schleich. So. Würde ich sagen, hoch hier und hoch hier. Da oben sind wir mal recht sicher. Normalerweise. Und die müssen darüber. Warte. Kann ich hier auch hoch? Tatsächlich. Aber geht sich nicht ganz aus, ne? Ha? Oh. Jetzt aber. Hui. Passt. La, 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 la. Station Eddermeier. Hier geht's zum Institut. Yep. Den Wagen nehmen. Gut. Wie? Kann ich hier rauf? Geht's nicht aus, oder was, ne? Nicht so recht. Kommt der Wagen von selber, oder? Okay. Ich möchte hier rauf, bitte. Danke. Was mache ich doppelt? Was mache ich da? Ich muss hier weg. Ich bin ja total bekloppt. Ach, das ist der Wagen? Aha. Okay. Kann ich den jetzt schon wegziehen? Geht's nicht aus, ne? Das hat ihn gehauen. Supi. Ich freue mich. Das heißt, wir dürfen einsteigen. Dürfen wir einsteigen? Dann würde ich sagen, wir fahren einfach mal, oder? In Kanaka bleiben. Wir hätten da noch sau viel zu entdecken, ne? Aber ich würde mal sagen, wir fahren zu Edamires Institut. Oder sollen wir die anderen Relikte noch suchen? Da gibt's sicher noch mehr. Ah. Fahren wir mal hin, oder? Fahren wir mal hin. Ist ja ein Let's Play, soll ja auch spannend bleiben, soll ja geschichtlich weitergehen. So. Und 100% strebe ich eigentlich nicht an. Schon allein deshalb, weil ich das Spiel überhaupt nicht kenne. Also die Spielereihe. So. Tatsächlich. Schleichen. Alarme ausgelöst. Null. Geisterhaft, nie entdeckt. Jawohl. Barmherzig, niemanden getötet. Das stimmt ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Habe ich wen umgebracht? Gegner getötet. Niemanden getötet. Also hat nicht hingehauen, ne? Weil das X da steht. Geisterhaft, nie entdeckt. Deshalb so. Entdeckungen viel zu viele. Ja. Kann man noch was sagen? Runen. Ah, da wären noch viele gewesen.
Outsider-Schreine. 1 von 2 Knochenartefakte wären auch noch viele gewesen. Münzen auch noch, ein Haufen Gemälde. Habe ich gar keins. Bauplan, gar keins. Oh nein. Grabraub. Leiche für Mindit. Ah, das haben wir geschafft. Das ist super. Wenigstens das habe ich hinbekommen. Und fortsetzen. Okay, ja, ja. Ja. Kapitel 3. Die gute Frau Doktor. Eliminiere den Kronenmeuchler, der deine Feinde ermordet, um dich schuldig erscheinen zu lassen. Finde deinen alten Verbündeten Anton Sokolov. Der lebt noch, ich hoffe. Der zuletzt gesehen wurde, als man ihn zum Eddermeier trug. Alexandria Hypatia? War das so? Na, oder? Wahrscheinlich, ne? Alexandria Hypatia, genau, das war die Alchemistin, ne? Die das Institut leitet, sollte mehr wissen. Großartig. Das Eddermeier-Institut für Infektionskrankheiten. Alexandria Hypatia, leitende Alchemistin. Früher mal ein Solarium, in dem Adlige ihre vermeintlichen Krankheiten auskurierten. Jetzt ein Ort für alchemistische Forschung. Der Kronenmeuchler tötet in meinem Namen, das muss aufhören. Dr. Hypatia soll brillant sein, aber wenn sie etwas mit den Morden zu tun hat, wird sie dafür bezahlen. Okay. Vielleicht können wir nochmal zurück in die Stadt, ne, und können den Rest noch sammeln. Vielleicht gibt es ja auch mal dann Open World oder so. Wie ich es mal bei einem Assassin's Creed Spiel da gesehen habe. Ich selbst habe es nicht durchgespielt, aber ich weiß ungefähr über das Ganze Bescheid, so muss ich sagen. Ungefähr. Ja. Hallo! Bin erfreut. Feindseliges Gebiet. Ich bin nicht mehr erfreut. Aneignung medizinischer Vorräte wird gemeldet und mit Geldstrafe belegt. Büro. Da war gerade, ich habe es gesehen, ich habe es im Augenwinkel noch gesehen. Ziel, es gibt was Optionales. Finde eine Karte des Eddermeier. Begib dich zur Dr. Hypatias Büro. Eliminiere den Kronenmeuchler. Ermittle zum Kronenmeuchler. Okay. Dann werden wir gleich mal uns so. So. Na, ich habe mich schon verdrückt. So. So. Da ist dann sonst nichts. Aber jetzt sind wir halt gesund. Passt auch. So. Gesund. Wahrscheinlich darf man nicht mehr zurück, ne? Was man nicht findet, hat man Pech gehabt, denke ich mal, ne? Eine Rune, tatsächlich. Mamilein, würdest du bitte mal... Und so? Da drüben, da unten. Aha. Wie komme ich da runter? Heil und lebendig. Das? Ist es Fluch oder Segen, nach dem Tod in der Welt zu bleiben? Das geht, glaube ich, echt, ha? Huh? Kann man hier bei dem Rohr dann rein oder was? Ah, da ist es. Ein Knochenfragment. Ja! Mamilein, nochmal bitte. Was wäre denn hier? Knochenartefakt? Würde ich sagen, das da, ha? So. Dann wieder umtüren und fort, so hüpfen. So. Wenn es geht, wieder hier rauf. Wäre mir ganz lieb. Ja. Klappt. Supi. Vielleicht aufs Rohr. Jawohl. Und hier vielleicht nochmal. Yeah! Bravissimo! Ich höre da schon wieder jemanden herumhatschen. Was eventuell nicht so klasse ist. Look.
Das ist da drüben oder da drinnen? 43 noch. Haben wir hier irgendwas? Nee, oder? Ich höre da irgendjemanden gehen und es ist aber keiner da. Voll komisch irgendwie. So, ich würde aber sagen, das ist wieder speicherungswürdig. Das heißt, weil wir schon das eine Artefakt haben, ne? Also da drauf und gut ist. Jupp, bitteschön. Passt. Und weiter geht's. So, läuft ja gar nicht mal so schlecht. Das ist ein Pranger? Na, das ist einfach nur so ein Schild, oder? Ob ist jemand? Wir arbeiten scheinbar wieder am Bahnrelais. Soll ich mal nachsehen? Na, die sorgen schon dafür, dass alles gut wird. Da kommt keiner mehr. Aber man kann nie wissen, ob der Herzog nicht jemanden schickt, um nach dem Rechten zu sehen. Er lässt das Erdermeier nicht aus den Augen. Ich bin größenwahnsinnig. Nach letzter Nacht bin ich mir da sicher. Ich habe was gesehen. Und was immer es war. Bevor ich zum Erdermeier kam, war ich in einem Tatort des Kronenmeuchlers. Wer das alte Pärchen noch abgeschlachtet hat, der hat es genossen. Und was denkst du? Weiß nicht. Es kommt am Morgen wieder Blutspuren an den Fenstern. Ich muss gerade zu Rätseln. Vielleicht hat der Herzog an den neuen Bär aus dem Assassin mitgebracht. Ach, brauchst du mit der Schlaf, wenn ich dran denke. Alter! Alter, ne? Nein! Meine Kinder brauchen mich! Lassen Sie mich gehen! Was macht das? Ich wollte die Dame jetzt retten, ne? Aber. Nicht lang dauern! Du willst helfen? Ich war nicht so schlau. War aber nicht so schlau. Fuchtel. War jetzt gerade nicht so schlau. Könnte ich besser kämpfen, ich weiß. Okay, ich habe gedacht, ich kann die Dame retten, ne? Vielleicht kann ich sie retten. Wartet mal ganz kurz. War ich denn gespeichert hier, ne? Schlecht. Ich hätte nochmal speichern sollen. Ich muss mir merken, nach jedem Relikt zu speichern, das wir bekommen. Ja. Wurscht ob Artefakt oder Knochendingens oder so irgendwie, ich muss speichern. Scheiße, nochmal. Dann halt nochmal. Müsste jetzt einer gehen normalerweise? Sollen wir mal nachsehen? Ah, wir sorgen schon dafür, dass soll ich den erwürgen? Da kommt keiner mehr. Aber man kann nicht wissen, der hat zu mich jemanden schicken, um den Weichen zu sehen. Was? Na, nicht ermorden. Wegschmeißen. Nach letzter Nacht. So rüber. Geschmissen und Gutes. So. Jetzt wie gesagt, das hier möchte ich gerne haben. Das müsste aber auch gehen. Das kann ich nicht mitnehmen. Scheiße. An den Fenstern ist mir ein Rätsel. Vielleicht hat der Herzog einen neuen Bären oder Affen aus Pandischen mitgebracht. Raubt mir den Schlaf, wenn ich dran denke. Oh. Hey, das war nicht so schlau. Komm her! Komm zurück! Das war nicht so schlau. Was bin ich denn jetzt dahin? Wow! Hallo! Drei gleich. Okay, war nicht so schlau. Ich wollte jetzt nur mal um die Ecke schauen. Ob er da alleine ist oder ob die jetzt gesprochen haben miteinander. Ja. Bin ich da so richtig? Ich probiere es einfach mal. Ich glaube, das war wieder mal nicht so schlau von mir. Ja. Scheiße. Entschuldigung. Ja. Ich muss mich zusammenreißen. Reiß dich zusammen, komplett. Ja, irgendwas geht hier vor. Nach letzter Nacht bist du mir das.
was gesehen. Und was immer es Sie war. Sie arbeiten doch schon so lange hier. Da müssen Sie doch wissen, dass Dr. Beischer die Mutter kam, war ich in einem Tatort des Kronenmeuchlers. Wer das alte Pärchen? Das sind viel zu viele von denen. Meine Tochter hat sich beim Wassertragen das Bein gebrochen. Und mein dreijähriger Sohn ist eine Scheiße. Es kommt am Morgen wieder. Das sind viel zu viele von denen. Ist mir ein Rätsel. Vielleicht hat er. Wir zeigen zuerst den, da versuchen zu holen. Verdammt, ich muss pinkeln. Ja, dann geh mal. Aber wasch dir bitte nachher die Hände. Kann man hier durch? Ja. Ist er weg? Was? Nein! Meine Kinder brauchen mich! Lassen Sie mich gehen! Was wird jetzt aus der Leiche? Boah, wie ist denn das jetzt wieder? Hör auf damit. Die Zeiten sind schlimm genug, auch ohne das. Als das Evermeyer noch geöffnet war, habe ich mit Stolz hier gearbeitet. Für die Kranken gekocht und Dr. Halpensche Rezepte besprochen. Was soll denn das sein, bitte? Ja, war klar. Wo ist denn das? Auf der Wand. Okay. Auf der Wand hängt das Ding, glaube ich. Scheiße. Nochmal. Okidoki. Boah, ist das doof versteckt. Da muss ich die echt irgendwie ablenken, was schmeißen, irgendwo in den Winkel schmeißen und mir das herziehen. Dann haut das, glaube ich, schon hin. So, nochmal. Entschuldigung. Ich muss das jetzt erst erkunden und entdecken, ne? Das ist jetzt wieder doof, ich weiß. Aber was willst du machen? So, her mit dem Graffel. Ich hab was gesehen. So, Herz. Hier. F. Meine Fähigkeit. Sesam, öffne dich. Verstecken. Ich brauche irgendwie eine Flasche oder so. Haben die da ein Bett aufgestellt? Jo, das ist die neue Schlafmethode. Das Hemd stinkt. Energiesparend beim Schlafen. Ich hab dir immer den Hunden gegeben, aber ich darf nicht mehr zu den Zwingern. Was haben wir da? Das Kochbuch des Fischhändlers. Hexenfisch Quenelis. Zirkonische Fischklößchen. Zutaten. 2 Hexenfische. Gehäutet, entgrätet, entwurmt. Pfui Teufel. Butter, Mehl, 3 Eier, Salz, Käse, Kriechersud. Oder ein anderer beliebiger salziger Fischsud, Weißwein. Schritte: Butter, Mehl und Eier zu einer Paste verrühren, Salz hinzugeben, den Hexenfisch kleinschneiden, zerstampfen und zur Eierpaste hinzugeben. Den Sud leicht köcheln lassen, die Eierfischpaste löffelweise zum Sud hinzugeben und 30 Minuten lang köcheln lassen. Die gekochten Quenelis, ich sprich's falsch aus, ich weiß, in eine tiefe Packform geben, großzügig mit Käse und Butter bedecken und den Wein hinzugeben. Backen, bis der Käse schmilzt und die Quenelis schön duftet. Sofort servieren, am besten mit starkem Bier genießen, ergibt 4 Portionen. Sauber! Die Zeiten sind schlimm genug, auch ohne deine Hände. Als das Evermeyer noch geöffnet war, habe ich mit Stolz gearbeitet. Für die Kranken gekocht. Mit Dr. Hypatia Rezepte besprochen. Jetzt fühle ich mich nutzlos. Ich weiß. Aber so wie die... Brauch dringend was zum Schmeißen. Irgendwas. Hilfen Sie Clement Mikos. Melden Sie sich nach Ihrer Patrouille. So Hunger. Verdammt! Moment, das kann ich hier nicht da drüben. Was? Was? Was für das gehört? Oh mein Gott. Das war wieder komplett verkehrt. Okay. Ich dachte, ich fange ihn auf. Nein, das fängt man nicht auf. Ist ja auch klar, eine Flasche lässt man dann einfach schmeißen. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Ich hole mir das gute Stück jetzt einfach und schmeiß das irgendwo hin. Weit weg. So machen wir das. Ja, irgendwas geht hier. So ein Grrr. So, gib her mir das Zeug. So, gib her mir das Zeug. Das war wieder perfektes Deutsch. Was haben wir da? 5er Münze, schau, 30 Mal vorbeigelaufen. Kann ich das schon tragen? Ja, sauber. Bin schon ausgerüstet. So, nochmal 5 und das da drüben mit. Puh. Jetzt habe ich es fallen lassen. Super. Dann so. Dann nehmen
Und dann geht's schon. Dann habe ich noch eins. Aber wenn ich meins esse? Nein, er seins. Was dann? Ist er weg? Na. Jetzt können wir gehen. Ich habe dir immer den Hunden gegeben, aber ich darf nicht mehr zu den Zwingern. Ist der Kerl jetzt weg? Was? Nein! Meine Kinder brauchen mich! Schaut nicht so schlecht aus. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Das klappt nicht. Ich sehe nur kurz was. Wieder da. Da. Wie kriege ich das am besten? Du bist auf Zingern! Wird nicht lang dauern! Wow! Du dreckiges Scheußer. Alter, sticht mir einfach ab, ne? Okay, so geht das nicht. Falsche Seite. Spielladen. Falsche Seite, aber schon mal der richtige Ansatz. Ich muss nur die Flasche nach oben schmeißen, also irgendwie drüben hin. Dann klappt das schon. Dann könnte ich es eventuell schaffen. Und dann schnell nach hinten verstecken. So in circa in etwa wird es vielleicht funktionieren. Mann, ey! So ein Dreck. So, hier nochmal. So, da war die 5er Münze. Das nehmen wir mit. So. Ist da drin auch was? Nö, ne? Na. Auf dem Meer. So ein Käse. Martha, Liebste, heirat mich. Langweilig nun ohne. Was wird jetzt aus der Leiche? Ich hab dir immer den Hunden gegeben, aber ich darf nicht mehr zu den Zwingen. Ich muss speichern. Ich verhaus uns noch 20 Mal. Ich verhaus fix 20 Mal. Das ist ja gar kein Thema. So. Was gespeichert? Habe ich's vergessen und hatte danach ja, auch extra. Die Zeiten sind schlimm genug, auch ohne deine Hände. Was war das? Was war das? Ich sehe nach, was das war. Ja, lieber sicher gehen. Was? Hey, wer bist du? Meine Kinder brauchen mich. Das hier ist das Ende. Wird nicht lang dauern. Okay. Das haut nicht hin. Wieso rennen die Deppen nicht dorthin? Echt, das ist voll schwer. Wie willst du die jetzt alle umbringen? Oh. Granate, ne? Granate. Ich bin so doof. Die Granate. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie man die... Ich hoffe, dass man die mit der Maustaste schmeißen kann. Das wäre jetzt echt cool, die alle zu betäuben. Dann klappt das sicher. Warte mal, das ist wieder auch verkehrt, ne? Missionsdingenskräfte. Wissen, ja, das muss ich auch mal machen, dass das wieder weg ist. Reiseprotokoll, da ist eh nichts Neues. Gut, passt. Kräfte. Ich habe nämlich keine Ahnung, wirklich keine Ahnung, wie wir zu den Granaten kommen tun, ne? Was war das? Was ist hier los? Glasscherben. Ich will mich nur schnell umsehen. Was? Verdammt nochmal! Wieso da? Wieso jetzt? Wieso laufen die zu mir? Das ist... Wenn da drüben das Geräusch ist, warum laufen die zu mir? Diese Volldeppen. Das ist wieder typisch, oder? Hör auf damit. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Was haben wir da? Pistole? Dingens. Da. Das ist ein Bömmchen. Das ist mein Herz. Also die Mamas Herz. Komplett entstellt. Was? Nein! Meine Kinder brauchen mich! Lassen Sie mich gehen! Ist der Fahrer? Was? Brauchen Hilfe! Was? Alter! Du wurdest beschuldigt, befunden hier nicht zu stehen!
Ich sehe mich da drüben. Okay. Alter, Alter, Alter! Weg mit dir! Alter, Alter, Alter! Wusch da! Alter, Alter, Alter! Hätte er mal eine Bombe wirkt? Ich hab echt gedacht, die kann ich jetzt alle umbringen. Habe ich jetzt echt gedacht. Mann, das ärgert mich jetzt aber wieder. Ich will der ja weiter. Ich will mir das Dingens holen. Einfach so wegschwimmen lassen wird ja auch nichts bringen. Habe ich die einfach schlecht geworfen? Das könnte natürlich auch sein. Ich hab vergessen, die Dinger zu aktivieren, ne? Scheiße nochmal! Ach komm! Wer bist denn du eigentlich? Ach komm, das gibt's ja echt nicht. Jetzt hab ich mich wieder mal verdrückt, das ist echt weiß, das ist echt. Das nächste wäre es, dass du das immer wieder neu anvisieren musst, den Dreck. Pff. Scheiße, das wird das richtig ein Failbad. Wahnsinn. Wahnsinn. Es ärgert mir jetzt direkt wieder. So. Verdammt, ich muss pinkeln. Vier. Aber so wie die Dinge stehen, wäre es ohne Arbeit. Was? Nein! Meine Kinder brauchen mich! Lassen Sie mich gehen! Haben jemanden Lärm machen oder was, ne? Also mal sehen. Was war das? Ich mal um. Hä? Was treibst du denn hier? Hey, wer bist du? Halt! Nein! Wird nicht lang dauern! Auf, ihr Alter, du Sau! Ist jetzt Ruhe? Echt? Wer waren die jetzt eigentlich? Elite-Gardistin, okay. Und jetzt ist Ruhe. Die Rune ist mein. Unser. Das soll es jetzt gewesen sein. Dunkles Brot nehme ich gern. Ich bin eh schon wieder am krepieren. Yam, yam, yam. Yam, yam. Soll das ein Hähnchen sein? Ein bisschen mager, hä? So. Fein, dann da hinten haben wir noch eine Karte. Ich würde sagen, es ist wieder speicherungswürdig. Ich weiß, es läuft nicht perfekt, aber ich habe immer... Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade immer so Aragami verbunden bin. Ich weiß es nicht. So, ich kann mich hier durchmetzeln wie ein Wahnsinniger. Ich brauche von nichts da schlechtes Gewissen oder so zu haben. Meter. Ich hier rein? Nö. Das heißt, ich muss wieder raus, ne? Ja, ich fürchte ja. Ja. Hier haben wir nur das Artefakt bekommen, ist aber eh nicht schlimm. So, apropos Artefakt, da haben wir wieder was. Und da drüben, da oben, da ist ja alles voll. Da geht's rauf irgendwie. Echt? Gibt es hier einen Weg nach oben oder muss ich wahrscheinlich von außen ran, ne? Da muss
müssen die wahrscheinlich von außen ran. Ah, na, muss gar nicht sein. Warte mal. Heureka! So, das müsste ja schon passen. Das Herzelein. Da drüben vielleicht. Schaut, da muss schon eines sein. Ich glaube, er ist da. Hallo! Ups! Ich meine natürlich, das war natürlich mit Absicht. Oder war es gar nicht? Dahinter? Gibt es hier noch einen Raum? Ach komm. Ernsthaft? Kann ich das zerstören? Yeah! Das könnte jetzt genau das sein, wo ich hin möchte. Na, ist es nicht. Kann ich da zu dem Teil nicht hin, oder was? 7 Meter. Nehmen wir halt das mit, ne? Vielleicht finde ich ja... Ich muss langsamer machen. Vielleicht finden wir ja ein hübsches Bild, oder? Das wir zu Geld machen können. Das wäre ja mal was. Fledermäuschen scheinen hier auch zugegen zu sein. Gibt es hier ein hübsches Bild, das wir verkaufen können? Bitte? Nicht wirklich, ne? Das hier scheint auch nur eher mehr eine kleine Kammer zu sein als sonst was. Oh je, Madonna. Du scheinst ein Bild zu sein, das man verkaufen kann. Teetassen. Boah, ein Kaffee wäre jetzt auch geil. Ist hier was Gescheites? Nö. Hier vielleicht Lupe, Sessel, nein. Irgendwas zum Trinken. Wir haben Durst. Was ist das? Zigarrenkiste. Wow, die war jetzt ein 100er wert. Boah, geilo. Geilo. Die Scheibe der Party ist zu Ende. Ach, Mensch. Schade. Ich dachte echt, da wäre jetzt was, ne? Muss mal beim Herz trotzdem schauen, ob Mami da was hat für uns. Und da drüben, ne? Aber da ist nichts. Geht Dreck. Müssen wir halt den Raum verlassen. Also überhaupt das Haus. Da ist ja auch noch was. Was? Da ist jemand? Wo? Kann ja nicht sein, oder? Ich bin blöd. Ups. Was? Ich meine natürlich, ups. So. Übrigens, wenn ich länger auf den Knopf bleibt, ne? Die werden wir drosseln. Wenn ihr länger auf den Knopf bleibt, also zum Beispiel auf den 1er oder so, dann könnt ihr besser das Inventar anschauen. Also Inventar sage ich, also die Tasten hier halt, ne? Wo was belegt ist. Nochmal so am Rande. Die schnarcht jetzt weiter, jawohl. Und wir müssen das hier finden, irgendwie. Kennen wir hier? Nö, oder? Ha? Das klang wie... Glasscherben. Das hast du dir nur eingebildet. Ich schwöre. Da geht's rauf. Ich hätte vielleicht rauf rennen sollen gleich. Nicht in der Stimmung. Komm sofort raus. Alter. Was? Was? Brauchen Hilfe. Ich wollte den Part beenden. Es muss einen Hauptschlüssel für das Labor geben, irgendwo. Aha. Na großartig. Und da drinnen ist das, was wir suchen. Großartig. Dann würde ich sagen, wir belassen es mal so, wie wir jetzt da tun haben sind. Beenden den Part und im nächsten werden wir uns hier ein bisschen besser und weiter umschauen.
Na gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!